Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und auch heute wieder ein kleines bisschen ernsteres Thema und es geht um das Thema Suizid und das ist natürlich ein sehr, sehr brisantes Thema und sehr, sagen wir mal, sehr heikles Thema, sensibles Thema, also wirklich, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Warum ich heute darüber reden möchte, ist, dass ich erst gestern gelesen habe in japanischen Newsseiten, dass die Suizidrate hochgegangen ist. Die Suizidrate ist hochgegangen und ganz besonders bei Frauen. Und das ist auch sehr, sehr interessant, denn die meisten Leute, die halt eben Suizid begehen, sind tatsächlich Männer. Ja, und das ist auch weltweit so, wenn man sich die Statistiken auch anschaut, sind die Männer immer die, die am meisten Suizid begehen. Jetzt sprechen wir doch mal ein kleines bisschen darüber, weil Suizid in Japan ist natürlich weltweit bekannt, dass Japan eine der höchsten Suizidraten der Welt hat. Wenn man sich einfach mal vor Augen führt eigentlich, dass Japan das sicherste Land der Welt ist, aber gleichzeitig auch ein Land mit den höchsten Suizidraten der Welt, stellt man sich natürlich die Frage, wie funktioniert das und wie ist das generell überhaupt im Einklang, dass so etwas überhaupt passieren kann? Nun, man muss an dieser Stelle sagen, dass Japan eine Arbeitskultur hat, die von einem sehr viel abverlangt wird. Ja, unendliche Stunden Arbeit, keine Bezahlung für Überstunden, man muss mit den Bossen dann noch was trinken gehen etc. Man ist sozusagen in auch einer Hierarchie gefangen, was die Arbeitswelt anbelangt, dass viele Leute sich einfach kurz und knapp fast totarbeiten und durch den sozialen Druck auch, der natürlich auch ausübt, teilweise natürlich auch Suizid begehen. Und das ist aber nicht nur die Arbeiterschicht, die wirklich auch nur den Druck der Arbeit haben, denn auch wenn das wirklich bekannt ist, dass viele Leute Suizid begehen wegen der Arbeit, weil sie sich überarbeiten, gibt ja auch Todesfälle teilweise, weil die Leute sich hier überarbeiten, weil es irgendwie angeblich kein wirkliches Gesetz gibt, was das Thema Arbeit angeht. Und man irgendwie auch keine Lust hat, sich darüber mal Gedanken zu machen oder Japan sich generell mal die ganze obere Etage mal Gedanken darüber zu machen, wie man das ändern könnte. Ne? Da ging es ja auch eigentlich noch darum, weil wegen Covid und sowas, ne, wegen dem ganzen Coronavirus, dass viele Leute auch von zu Hause aus arbeiten mussten oder beziehungsweise auch gerne wollten und sich das Arbeitsklima natürlich dann auch ein bisschen entspannt, dass man da gedacht hat, ja, das ist endlich ein Umbruch. Leider nicht. Ja, jetzt ist alles wieder wie beim Alten, alle sind wieder zurück, haben den gleichen Arbeitsablauf und es hat sich leider nichts getan. Die Arbeitsmoral, beziehungsweise die Firmen tun das, was sie vorher auch gemacht haben, und zwar Leute zu Tode zu arbeiten. Ne? Natürlich nicht jede Firma, ganz klar, logischerweise, aber das ist natürlich auch ein Grund, warum die Suizidrate hoch ist. Dann gibt es natürlich den sozialen Druck, ne? Der soziale Druck, sich einzubinden in eine japanische Gesellschaft, die... Wenn man so sagen kann, jeder ist ein kleiner Minion, der sich in diese Gruppe einbündeln muss und auch immer gleich sein muss. Ne? Leute, die ausbrechen aus der Gesellschaft, die anders sind, ja, die werden nicht gut aufgenommen. Ja? Nicht umsonst gibt es so viele Subkulturen und Underground-Gruppen und auch, die halt einfach mal sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich will mich selber finden, ich will selbst leben und so leben, wie ich halt leben möchte. Aber leider ist das in Japan ziemlich schwierig, besonders auch in Tokio ganz, ganz schwierig, denn die Norm ist so, du hast das so anzuziehen auf Arbeit, das wird von dir verlangt generell und so musst du dich verhalten. Ja? Und aber für viele ist das aber nicht so einfach. Nicht jeder kann sich so... in diese Norm einbinden. Nicht jeder ist so gestrickt, dass er sagt, okay, ich renne einfach kopflos, ich mache genau das, was alle von mir verlangen. Ja? Viele wollen das nicht, nur viele sind auch deswegen halt in der sozialen, in der Society auch nicht angekommen. Oder die können nicht ankommen, fühlen sich auch ausgeschlossen, haben keine Freunde, kann gar nichts und leben einfach nur für sich selber verschlossen. Und das ist natürlich ganz klar, das ist natürlich, jeder Mensch braucht die sozialen Kontakte, ja, und das ist halt leider auch ein ganz großer Grund, warum hier auch Suizid begangen wird. Es gibt natürlich noch weitere Gründe, aber generell sei gesagt, Japan und Suizid, das harmoniert schon quasi, auch wenn es ein bisschen traurig ist. Jetzt schauen wir uns mal die Statistik an, was überhaupt generell passiert ist. Und zwar, ich habe euch erzählt, die Suizidrate von den Frauen ist hochgegangen und zwar tremendously, würde ich schon sagen. Aber immer noch ganz, ganz weit unten
wenn es um das Thema Männer geht. Und ich habe ja noch eine kleine Statistik auch hier mal kurz aufgemacht. Ich werde sie auch einbinden. Und zwar sehen wir in dieser Statistik, die von 1980 bis das Jahr 2020 auch reicht, wie das Verhältnis da eigentlich so war, wenn es um das Thema Suizid geht. Und man sieht auch ganz deutlich, auch generell schon, dass die Männer weitaus mehr Suizid begehen. Aber man sieht aber auch, dass in den Anfang 2000ern bis hin zu 2010 weitaus mehr Suizid begangen worden ist. Ja, also wenn man da guckt, die Männer mit 24.000, also fast 25.000 pro Jahr an Suizid, ist das natürlich schon ziemlich krass. Und dann ist halt die Tendenz sinkend, trotz alledem momentan wieder auf dem Kurs, der wie halt eben wieder nach oben geht. Und man sieht auch hier nicht nur in der Statistik, sondern auch im Text, den ich hier offen habe, dass fürs Jahr 2020 21.000 Leute Suizid begangen haben. 21.000 Leute. Und das müsste man in Relation sehen mit zum Beispiel Deutschland. Und zwar im Jahre 2019, wo ungefähr 7.000 Leute Suizid begangen haben. Und das ist natürlich schon auch eine gute Stückzahl an Leuten, die sich umbringen, klar. Aber natürlich aber auch in Relation zu Japan weitaus weniger. Viel, viel weitaus weniger. Und für mich selber, weil die Leute stellen mir auch immer manchmal Fragen im Stream zum Beispiel, arbeite ich in einer japanischen Firma, wie ist das mit Überstunden etc. etc. Und ich muss halt sagen, ich arbeite halt in einer internationalen Firma, ist aber natürlich geleitet auch von Japanern, ist aber, weil ich halt eben Spieleentwickler bin, halt für den Markt, für den europäischen Markt zuständig bin, ist natürlich das Arbeitsklima natürlich auch sehr international, ja. Und so gelten halt auch die Regeln, wie sie halt im internationalen Bereich gelten. Das bedeutet, 8 Stunden hast du Arbeit, hast du Überstunden, wirst du bezahlt, du wirst auch gefragt, ob du Überstunden machen möchtest, du hast Urlaub, bla bla bla. Also es ist alles weitaus chilliger. Klar, ich habe weniger Urlaub, ich habe 10 Tage Urlaub im Jahr. Wenn man das in Deutschland vergleicht, wo ich fast 30 Tage Urlaub hatte im Jahr, ist das natürlich Peanuts hier. Aber trotz alledem, so die Atmosphäre und sowas, das ganze Arbeitsklima ist für mich persönlich ziemlich angenehm. Ja, und wenn ich mir aber andere Leute, die mir halt sagen, wie sie halt arbeiten und die ganze Hierarchie, wie die halt eben aufgebaut ist, wo du quasi unten als Putzlappen anfängst und auch irgendwie keine Rechte hast, obwohl du Recht hast in vielen verschiedenen Bereichen, wird dir das trotzdem angehangen, dass du halt den Fehler gemacht hast, obwohl ja der Überliegende in der Hierarchie den Fehler begangen hat. Trotzdem musst du einstecken. Du bist der Punching Ball. Ja? Und das ist halt aber für viele auch ein Kriterium, was halt auch das Arbeitsklima halt überhaupt nicht, ja, arbeitsfähig macht quasi, ne? Gut, das möchte ich auf jeden Fall, das wollte ich auf jeden Fall mal angesprochen haben in diesem Video. Und Suizid natürlich ein sehr, sehr brisantes Thema, auch darüber zu reden. Und ja, besonders in Japan, wie gesagt, ist das weitgehend, gehört sich schon der Norm an. Und wenn man dann auch hört, und wie man auch selber erlebt hat, wie ich, wo man halt im Zug ist zum Beispiel und dann kommt eine Nachricht mit, dass halt ein Personenschaden war, weiß man aber, jeder weiß das, dass sich jemand vom Zug geschmissen hat. Und das ist leider nicht nur einmal passiert, seitdem ich hier bin. Und das ist ein Ding, wo Japan dann zu arbeiten hat. Ich aber wirklich nicht wirklich sehe, dass man da überhaupt irgendwelche Mühen unternehmen möchte. Und das ist halt, wie es ist. Leider. Und gut, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Informatives Video. Suizid, wie gesagt, ein schwieriges Thema. Und ja, für alle, klar, die das Video interessant fanden, wirklich, Daumen nach oben geben, abonnieren und sowas. Und ja, Leute, ich verspreche euch, die nächsten Videos werden dann wieder ein bisschen uplifting, ja, wird ein bisschen wieder nicer, ja, da werden wir ein bisschen futtern noch wieder, ganz ruhig, Leute, das soll jetzt nicht die Norm sein, ich will den Kanal ja nicht ins Negative oder Depressive bringen, trotz alledem sind solche Themen, finde ich persönlich, auch mal sehr gut anzusprechen. Gut, das soll es gewesen sein, bis zum nächsten Mal und ja, Leute, haut rein.